Ist das aber grob Vorbereitung? Ja, das gibt der Angel, der hinten verschwindet im Messer. Also der Teil, den man nicht sieht, den machen wir zuerst. Um absenken, stauchen und etwas länger machen. Und das ist der Angel, das, was er im Messer innen verschwindet. Sind das auch die zwei Hauptarbeitsgeräte? Ja, das ist schon. Für die manuelle Fertigung ist ganz klar der Ofen, Gas-S oder sonst andere S. Und der Schmidhammer, der Krafthammer, der mich extrem unterstützt. Früher hat man das alles von Hand gemacht. Aber so die gröbsten, die ersten Arbeiten, kommen immer zuerst mit dem Krafthammer. Jetzt haben wir dort den Ofen. Wie viel heiß muss der eingeführt werden oder eingeheizt werden? Der Stahl zum Schmieden hat rund 900 Grad und der Ofen innen, das Innenleben hat 1100 Grad. So die Temperatur. Ja. Daraus kommen jetzt eigentlich Klingen, das gäbe ein Küchenmesser. Da können wir jetzt aufzeichnen, wie die Form ist, entsprechend abschroten vom Abschroter und dann Klingen formen. Klingen weiter schmieden, wenn der nächste Prozess. Eure Musik. Euer Radio.